Wird es noch ein vollwertiges Jahr 2 von Ghost Recon Breakpoint geben? Was spricht dafür? Was dagegen? Abonniert meinen Kanal und lasst uns das in diesem Video gemeinsam klären. Ubisoft weiß ganz genau, dass sie sich mit Breakpoint zum Launch ziemlich hart in die Nesseln gesetzt haben. Und sie wissen mittlerweile garantiert auch ganz genau, was sie falsch gemacht haben. Aber wird Ubisoft den Weg von No Man's Sky gehen und das Spiel reparieren und weiter mit Content versorgen? Oder werden sie es begraben und stattdessen bald einen neuen Teil, der alles besser macht, ankündigen? Bevor wir jetzt mit der Beweisaufnahme anfangen, schreibt mir doch vorher mal in die Kommentare, ob ihr ein Jahr 2 von Ghost Recon Breakpoint für wahrscheinlich haltet. Nach der Beweisaufnahme kommentiert ihr dann euren eigenen Kommentar und schaut, ob sich eure Einschätzung vom Anfang geändert hat. Klären wir zunächst einmal, was für ein Ghost Recon Breakpoint Jahr 2 spricht. Da wäre zuerst mal das Offensichtliche. Das Spiel ist gerade erst ein Jahr alt und meiner Meinung nach wäre es schon etwas armselig, wenn da jetzt gar kein Content mehr kommen würde. Außerdem hat Wildlands ebenfalls ein zweites Jahr spendiert bekommen, wenn auch nur ein relativ schwaches. Gut, Wildlands hat sich auch besser verkauft, aber dennoch. Ubisoft hat mit den letzten Updates immer mehr versucht, auf die Community zu hören und das Spiel zu verbessern. Stichwort Immersive Mode, aka Ghost Experience, und auch Episode 3, die vom Aufbau her wieder näher an Wildlands war und auch mehr Abwechslung bot. Apropos Episode 3. Achtung, ich werfe jetzt hier ein bisschen mit Spoilern um mich. Wenn du nicht gespoilert werden willst, spring einfach zum nächsten Kapitel im Video. Noch hier? Sehr gut. Nachdem man als Spieler Trey Stone in der letzten Mission von Episode 3 getötet hat, erhält man einen Infogegenstand mit dem Titel Wunderland Update. Das ist scheinbar ein Mitschnitt einer Mailbox-Nachricht von einem unbekannten Dritten an Trey Stone. In der heißt es, Lomax und Miles sind aus dem Spiel. Wir werden uns um sie kümmern, um unnötige Komplikationen zu vermeiden. Wunderland kann überleben, wenn sie Operation Kingmaker zum Abschluss bringen. Unsere Schachfigur wartet darauf, das Chaos nach dem Angriff zu nutzen und ist in Position, um die Macht zu ergreifen. Diese Nachricht erweckt den Anschein, dass Stone gar nicht die treibende Kraft hinter alledem war, sondern nur Befehle von einer uns noch unbekannten Gruppierung befolgt hat. Daraus kann man jetzt verschiedene Dinge schlussfolgern. Zum einen könnte das ein Teaser für die nächste Episode sein. Wir könnten dort zum Beispiel Jagd auf die Hintermänner machen. Das würde aber fast zwangsläufig bedeuten, dass diese Hintermänner ebenfalls auf Aurora zu finden sind. Zum anderen könnte das auch ein Teaser für das nächste Ghost Recon Spiel sein, in dem wir mit einem neuen Team an einem anderen Ort die Hintermänner jagen und diese ominöse, unbekannte Organisation zerschlagen. Ich habe aber auch noch eine etwas verrücktere Idee. Michael Lomax wurde ja am Ende von Episode 2 von Sam Fisher zurück in die USA gebracht, wo er sich vor Gericht verantworten sollte. Was wäre nun, wenn dieses Wunderland-Update gar kein Teaser für Ghost Recon wäre, sondern für ein neues Splinter Cell? Ein neues Splinter Cell würde ich persönlich natürlich auch mit Kusshand nehmen. Gut, was spricht nun gegen ein Jahr 2 für Ghost Recon Breakpoint? Breakpoint ist finanziell klar hinter den Erwartungen von Ubisoft zurückgeblieben. Ob es sich auf lange Sicht lohnen würde, Breakpoint weiterzuentwickeln, das wissen vermutlich nur die Finanzanalysten von Ubisoft. Oder glauben es zumindest zu wissen. Seitens Ubisoft war es zudem zum Ende von Jahr 1 hin verdächtig still. Ich dachte zuerst, dass sie dann am Geburtstag in Anführungszeichen mit einem großen Kracher kommen. Aber auch da kam wenig bis gar nichts. Ich vermute, dass an Ghost Recon Breakpoint nur noch ein vergleichsweise kleines Team arbeitet, ein sogenanntes Core-Team. Das würde nämlich auch erklären, warum zwischen Title Update 2 und Title Update 3 mehr als 6 Monate vergangen sind. Ich meine, Title Update 3 war echt gut und so weiter, aber es war meiner Meinung nach nicht die Arbeit von einem vollbesetzten Team von 6 Monaten. Aber was wir hier auch nicht vergessen dürfen, ist die aktuelle Weltlage. Durch die Pandemie mussten die Teams von zu Hause aus arbeiten, was in der Spieleentwicklung eine echte Herausforderung ist. Sehr viele Spiele anderer Entwickler mussten verschoben werden, weil die Entwicklung aus dem Homeoffice um einiges länger dauert als die im Büro. Ich könnte also mit meiner Einschätzung bezüglich der Teamgröße auch vollkommen daneben liegen. Ich würde mich sogar freuen, wenn ich da falsch liegen würde. Na, hat sich eure Einschätzung vom Anfang geändert? Ab in die Kommentare damit. Also, ich persönlich würde mir ein echtes, richtiges Jahr 2 echt wünschen,
aber meine Einschätzung ist, dass es vermutlich kein vollwertiges Jahr 2 geben wird. Ich glaube jedoch, es wird sehr wohl noch Content in irgendeiner Form kommen, nur eben kein richtiges Jahr 2. Vielleicht so etwas wie das Jahr 2 bei Wildlands, das ja im Vergleich zu Jahr 1 auch ziemlich schwach war. Ich würde mich sehr, 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 sehr freuen, wenn ich mich diesbezüglich irren würde und wir ein richtig geiles Jahr 2 bekämen. Aber warten wir mal. Vermutlich wird Ubisoft uns in den kommenden Wochen noch über die Zukunft von Ghost Recon Breakpoint aufklären. Ich meine, irgendwas müssen sie ja dazu sagen. Vielleicht bei der nächsten Ubisoft Forward, wer weiß. Wenn ihr es noch nicht getan habt, ist übrigens genau jetzt der richtige Zeitpunkt, meinen Kanal zu abonnieren und dem Video ein Däumchen nach oben zu geben. Schaut auch gerne hier links meinen neuesten Upload oder rechts ein Video, das der Algorithmus für euch ausgesucht hat, an. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.